Und wir müssen auch uns erlauben zu wachsen in die Richtung, die wir uns wünschen. Und das Ziel wirst du aber erst erreichen, indem du an dich glaubst. Weil das, was dich von deinem Ziel jetzt trennt, zu der Traumfigur und zu dem ins Café gehen und dem jetzigen ins Café gehen, ist Selbstvertrauen. Und das Gegenteil von Selbstvertrauen ist was? Zweifel. Richtig, haben wir heute gelernt. Selbstzweifel. Das heißt, diese Lücke, die ist immer gefüllt. Immer. Bei dem einen mit Zweifel und bei dem anderen mit Selbstvertrauen. Wir alle haben Ziele, wo wir jetzt noch nicht sind. Ja, ich habe auch Ziele. Das. Da bin ich jetzt noch nicht. Traue ich es mir zu? Ja. Habe ich trotzdem Schiss davor? Ja. Und du genauso. Du hast Ziele, wo du hin möchtest. Traust du es dir zu? Hoffentlich ja. Was ist da jetzt? Zweifel. Und solange die Zweifel da sind, schaffst du es mit Zweifeln oder nicht? Nicht. Es ist einfach, ein Zweifel ist sowas wie eine Schubkarre und du kannst die Schubkarre schieben. Es ist einfach schwer. Ohne Schubkarre ist es einfach einfacher, den gleichen Weg zu gehen, anstatt mit Zweifeln.